Ich bin sehr, sehr gut im Umgang mit dem Mensch. Aber hätten Sie auch ganz gerne eine Freigabe nochmal für den Doppelkorn? Ich habe gleich die Freigabe, ihn ins Knie zu schießen, wenn Sie weiter solche Unterstellungen vor dem Polizeichef äußern. Also Herr Sanchez, jetzt langt's aber auch mal, oder? Herr Toos, wir haben auch im Juwelier eine bestätigte Geiselnahme. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Führerscheine gab's wohl gratis, oder? Ah nee, dann hätte der Herr Sanchez vorhin auch einen gehabt. Das will ich mal meinen. So, was ist da los? Das sieht nicht gut aus, Kollegen. Alter, wir haben doch hier eine Sperrzone, oder nicht? Die haben Taschen um. Adams einmal im Funk durchgeben. Aber ganz schnell. Bei uns an der Position in der hinteren Treppe vom Juwelier sind drei weiß gekleidete Personen genau gleich aussehend mit Taschen. Da ist einer auf der Langwaffe gegenüber, mit der Langwaffe gegenüber, ein Officer, ein Kollege. Ja. Wollen wir denen helfen? Der läuft weg. Okay, wir gehen die Kollegen mal verstärken. Verlassen Sie sofort genau. Das Gelände. Ja, alles klar. Sofort das Gelände verlassen. Was ist denn hier los? Hallo? Ja, verlassen Sie bitte das Gelände, es ist eine Sperrzone. Ja? Weil eine Sperrzone. Vielleicht mal die Brille abnehmen, dann sieht man auch die Sperrzone. Also wirklich? Ja, wie? Was ist denn jetzt da, ey? Schlafenszeit. Herr Hort, haben Sie Ihren Taser mitgenommen? Der Taser ist griffbereit. Habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass Sie die Wollzahl an Ihrem Taser... Da ist jemand am Dach, Kollegen. Da ist jemand auf dem Dach. Hort an Kollegen, Leute vor Ort bei der Geiselnahme auf dem Dach sind eventuell bereit zu springen. Wenn er da auf dem Geländer steht, kann ich ihn einfach aus der Entfernung wegtasern, wenn Sie wollen. Die klettern oben drauf. Oh, bitte jetzt keine Suizidverrückten. Die Leute klettern oben drauf. Eventuell brauchen wir die Feuerwehr hier per Leiter, eventuell. Wir brauchen Herrn Bond. Aber dieses Mal am besten ohne Alkohol. Der ist lebensmüde, der ist völlig lebensmüde. Der hat eine Waffe in der Hand gehabt. Und der geht wieder runter. Oh, ist der runtergefallen? Der ist runtergefallen. Ei. Das sieht ja gar nicht gut aus. Wie sieht das aus? Brauchen Sie einen Sanitäter? Wäre schon besser, oder? Ein Sanitäter? Sie brauchen dringend Hirnwäsche, das brauchen Sie. Sind Sie verrückt? Das sieht nicht gut aus, vor allem für den Lendenwirbel. Ich glaube, der ist durch. Hallo Kollegen, haben Sie die Situation im Griff? Ist alles in Ordnung? Könnten Sie mir bitte noch einmal einen Gefallen tun? Na klar. Können Sie einmal bitte noch ein bisschen mit Akzent noch einmal Iron sagen? Wie bitte? Können Sie bitte noch einmal Iron sagen? Iron? Ja, aber ein bisschen mit R noch. Iron. Wundervoll. So lobe ich mir das. Sind Sie neu? Ich bin schon ein bisschen älter als du, aber ich würde mich noch als frisch bezeichnen, ja? Irgendwoher kenne ich Sie. Sie kennen mich? Ja. Vielleicht haben Sie schon mal von mir gehört. Oh mein Gott, Sie sind doch der, dem ich die Kopfhörer ersetzen sollte, oder nicht? Wie bitte? Sie sind doch der, dem ich die Kopfhörer ersetzen sollte. Ah, Sie sind die Frau von Adams, richtig? Ja, richtig. Ja, jetzt erkenne ich Sie. Heute ein bisschen mehr geschminkt als sonst, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay, dann tut's mir leid. Dann alles gut. Wie geht's Ihnen? Ganz gut und Ihnen? Auch, alles gut. Wieso tragen Sie Kopfhörer? Ja, wie, medizinischer Grund. Medizinisch. Was haben Sie da für schicke Treter? Balenciaga-Schachmatt. Stimmt, da haben Sie sich schon Ja, natürlich, Frau Adams. Wie ist Ihr Name denn? Ist Ihr Name Frau Adams oder haben Sie einen anderen Namen? Frau Summer. Summer, wie der Sommer? Genau. Weil Sie heiß sind, oder? Ja. Naja, okay. Gut. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das passiert öfter bei mir. Alles gut. Ich habe mir schon mal was zu dem Thema gesagt. Es tut mir leid, Herr Adams, was soll ich denn machen? Wenn ich nicht die Wahrheit spreche, kriege ich einen Knoten in der Zunge. Die Schuhe sind immer noch hässlich. Oh, Connor. Genau wie dein Gesicht. Ich muss eine halbe Stunde lang im Krankenhaus sitzen. Herr Sanchez. Was sollte das? Herr Sanchez. Ja. Was ist denn los jetzt? Ich saß eine halbe Stunde lang im Krankenhaus. Die dachten, ich wäre auch psychisch krank. Ich habe keine Drogen konsumiert, aber es kam raus, dass ich 1,2 Promille hatte. Herr Sanchez? Ja? Begeben Sie sich bitte vom Gelände. Hier war eine Geiselnahme und ein Raubüberfall. Sonst muss ich den Taser zücken. Ich bin am überlegen, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll ist, einen Spezialeinsatz auszurufen. Auf jeden Fall. Dass wir vielleicht mit einem Dingo oder sowas mal zur vorbeugenden Maßnahme durch die Straßen fahren. Ja. Bin ich für. Wir müssen, Kollegen, ich sage Ihnen das so, wie es ist. Ich bin hier zurzeit, ich weiß, das ist mein erster Tag, aber ich bin hier auch irgendwo, sag ich mal, der Fels in der Brandung. Wenn alle Stricke reißen, wenn alle Seile reißen, dann stehe ich da. Und wir müssen hart durchgreifen. Ja, es ist eine Krisensituation und Krisensituationen erfordern harte Maßnahmen. Mhm. Ich bin bereit, mit Ihnen zu ziehen, aber wir müssen an einem Strang ziehen. Dann erteile ich Freigabe eines Dingo-Fahrzeuges. Ja, Dingo ist genehmigt. Zur präventiven Maßnahme dieser durchgeknallten Bevölkerung am heutigen Abend. Okay. Das also ist verstanden. Der Grund, so trage ich das dann ins Protokoll ein. Wunderbar. Seien Sie noch als Begleitfahrzeug vom Wasserwerfer? Zwei Wasserwerfer. Nee, brauchen nicht, nein. Der muss ja auch schon Macht zeigen. Der Dingo genügt. Und normalerweise ist der Dingo schon einen Gang zu hoch geschaltet. Ja, aber besser lieber einen Gang zu
zu viel. Können Sie bitte einmal die Klimaanlage machen? Es wird ein bisschen kalt wegen dem Fenster. Klimaanlage? Sitzheizung, Klimaanlage auf 28 stellen, bitte einmal. 28 Grad. 28 ist kalt, sehen Sie nicht, das Fenster ist kaputt. Ja, aber 28 Grad kriege ich Arschwasser, aber ist kein Problem, ich stelle Ihnen das ein. Es ist kalt, es ist mitten in der Nacht. So, was machen wir? Wir holen jetzt ein Dingo. Ein Dingo? Ein militärisches Sonderfahrzeug. Ja, das sehe ich mich im Dingo. Sie wissen, was ein Dingo ist? Ich weiß nicht, was ein Dingo ist. Okay. Ich kenne Bingo. Ein Dingo ist ein gepanzertes Militärfahrzeug mit Geschütz auf dem Dach. Gepanzertes? Okay. Jo, jetzt verstehen wir uns, was ein Dingo ist. Dingo, Dongo. Da von vorne sitzen, ja. Ja, oder direkt oben rauf da. Zang, bam, bam. Schön wegknallen die Viecher da. Wenn wir uns dann einig sind, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit einer Beförderung? Also ich muss Ihnen ja schon mal sagen, ja, der Dienst mit Ihnen macht mir auf jeden Fall sehr viel Laune. Will ich ja meinen. Ja, und wir werden das jetzt noch häufiger so machen. Häufiger? Na, selbstverständlich. Ich sage, wir gehen später direkt da in eine Besprechung rein. Mal gucken, ab und zu mal schauen. Muss ja nicht direkt was werden, aber schon mal, weißt du, schon mal abklopfen da. Bisschen Budget, bisschen, ne? Von was soll ich leben? Wasser und Brot gehe ich auch nicht. Sie verdienen schon jetzt ordentlich. Bitte? Da kann man aber ganz schnell nochmal eine Null dranhängen. Eine Null? Verdienen Sie ja mehr wie ich. Bitte? Also ich sag's mal ganz drastisch, ja? Das können Sie sich auch merken. Die Großen ficken die Kleinen. Und wir hier gerade sind die Größeren. Oh, links. Oh. Ja, jetzt haben wir einen WP. Zugriff! Auf! Was ist denn hier los? Da liegt einer auf dem Boden. Sanitäter ist da. Okay. Ich stelle jetzt mal den Dingo hier mal wieder ab. Stellen Sie den Dingo ab. Stellen Sie und ab. Nimm uns mal ein Zivilfahrzeug mit. Jawohl. Hort an Korn, bitte kommen. Hort an Korn. Hort an Korn, bitte kommen. Hort an Korn. Meinen Sie Dorn? Hort an Korn, bitte kommen. Mit der grünen S-Klasse, die schneller ist als alles andere. Wir fahren gerade Richtung Norden. Grüne S-Klasse, Freiburg, glaube ich. Und wem ist der denn? Dann nutze ich die Zeit mal ganz kurz, Herr Tusk, können Sie das dann eben Joachim, machen? Joachim, das ist mein Privattelefon. Ich sag's dir ein letztes Mal, sonst muss ich dich blockieren. Ich rufe dich nach dem Dienst an, das geht so nicht. Der Herr Idems gerade zum Sprechen. Der Herr Idems, den gibt es bei uns nicht. Ah, dann Herr der Adams. Herr Adams gibt es bei uns, ja. Ja, was wollen Sie von Herrn Adams? Ich muss ein Gespräch mit ihm führen. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Glauben Sie, Sie kommen hier an und machen dann einfach mal einen privaten Termin mit Herrn Adams? Nee, ich bin ein ehemaliger Kollege und er weiß bis heute anscheinend nicht den Grund, warum ich damals gegangen bin und den möchte ich Ihnen gerne erläutern. Okay, gut. Wie ist Ihr Name? O'Connor. Wie bitte? O'Connor. Einmal buchstabieren, bitte. O. Ja. Soll ich weitermachen? Ja. Also O. Ja. C-O. Langsam. Einmal bitte, mit per Name. Ich muss mir das einmal aufschreiben. Jack. Was? O'Connor. Nee, nochmal von vorn, bitte. Einmal. Also O wie Otto. Ja. Ja, weiter. Dann C. Wie? Suchen Sie sich was aus. Nee, das müssen Sie sagen, sonst kann ich Sie richtig aufschreiben. Ja, keine Ahnung. Ja, wie? Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, dann denken Sie nach oder überlegen Sie sich was. Chamäleon. Chamäleon, okay. O wie Otto, C wie Chamäleon. Weiter geht's. O wie Otto. Noch ein O. Ja. Gut. Ein N wie Nashorn. Gut. Noch ein N wie Nashorn. Mhm. Ein E wie Esel. Wie Esel? Ja, wie Esel. Okay. Und ein R wie Rüdiger. Wie war? Rüdiger. Rüdiger! Ich sag den Herr Adams Bescheid. Also Ihr Name war O'Connor. Ja. Sie hätten auch von vornherein O'Connor sagen können, ne? Hab ich. Das ist ja nicht so schwer, ne? Okay, bis gleich. Adams? Ja? Da befindet sich vorne im Eingang ein gewisser O'Connor. Herrn O'Connor. Er hat gesagt, er wäre ein ehemaliger Kollege von Ihnen. Gleichzeitig sagte er, gibt es irgendeine Sache, die nicht erledigt ist. Er wirkt mir leicht suspekt. Inwiefern? Gefährlich, nicht einschätzbar, hinterhältig schon fast. Na gut, wenn Sie das sagen, das werde ich natürlich berücksichtigen. Ja, machen Sie das. Ja? Ich müsste einmal hinten die Toilette benutzen, großes Geschäft erledigen. Gut, sage ich Bescheid. Und dann in 5 Minuten, 10 Minuten wieder... Ja, lassen Sie sich Zeit. Genau, und denken Sie, nun einen Tipp unter Kollegen, trocken, feucht, trocken. Dankeschön, dann weiß ich Bescheid. Sehr gut. Tschüss. Gut. Bis gleich. Herr Hort? Ja. Der Herr Hacker ist an einem Praktikum interessiert. Nee. Gut, ich werde mich gleich um den Herrn Hacker kümmern. Sie können den Herr Connor, da hinten rechts wartet der. Der Herr mit der Sonnenbrille und der schwarzen Jacke, der spricht einmal mit dem Herrn Adams. Herr Adams ist aber gerade noch auf Toilette. Okay. Müssen wir auf Herrn Adams einmal warten. Ich schnapp mir den Herrn Hacker. Es ist Becker, bitte. Guten Abend. Becker mit B. Becker. Ah, hallo Frau Sommer. Woher kennen Sie mich? Wie bitte? Woher kennen Sie mich? Woher ich Sie kenne?
Ja. Das wissen Sie doch. Nee, wahrscheinlich meine Schwester. Nichts, alles gut. Ihre Schwester? Ja, ich habe eine Zwillingsschwester. Also, warte mal, es gibt zwei Frau Summer? Das ist richtig, ja. Und welche ist mit Adams verheiratet? Meine Schwester. Also, haben Sie einen Mann? Nein. Ja, besser ist. Wieso? Alles gut, kein Problem. Frau Summer, es hat mich gefreut. Mich auch. Ich muss Ihnen sagen, Sie sehen viel schöner aus als Ihre Schwester. Danke schön. So, ich muss ein Praktikum einmal machen. Wo ist Herrn Hacker? Becker, hier. Ich bin hier. Herrn Hacker, kommen Sie mit. Hacker, kommen Sie mit. Herrn Hacker? Becker. Hacker, kommen Sie mit. Sie sind also an einem Praktikum interessiert? Ganz genau. Gut, dann gehen wir erstmal jetzt zum Automaten, ne? Ein bisschen was knuspern, können sich einen Riegel aussuchen. So, hier auf der linken Seite Cola, Fanta, Sprite, Wasser, rechts Schokoriegel. Die Chips kann ich Ihnen nicht empfehlen, schmecken extrem trocken. Können Sie sich aussuchen, wenn Sie was haben wollen, ja? Okay, super. Warum sind Sie denn an einem Praktikum von der Polizei interessiert? Ja, ich bin sehr interessiert am Gesetz und am Gesetz. Daran, ja, ganz genau. Wenn ich manchmal so sehe, was in der Stadt abgeht, da habe ich manchmal ziemlich Angst und ich hätte gerne oder würde gerne dabei beitragen, die Stadt wieder sicherer zu machen. Okay, ich verstehe. Ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Sie müssen sich im Klaren sein, dass hier direkt gegen Ihnen gegenüber der beste Praktikant dieser Polizeidienststelle steht, der beste Absolvent. Ich bin der Richtige für Sie, wenn es darum geht, Ihnen zu zeigen, was Sie zu machen haben, was Sie nicht zu machen haben, woran Sie sich halten müssen, woran nicht. In erster Linie geht es darum, bei der Polizei, erstmal, ich sage Ihnen das ganz gerade raus, nicht so verweichlichte Scheiße hier zu sagen. Ja? Ja. Da normaler Bürger und hier und da. Wir sind hier von der Polizei. Wenn wir gerufen werden, dann gehen wir vor Ort und brechen den Widerstand. Und dann sind wir kein normaler Bürger oder sonst was. Das können Sie sich direkt anschminken. Und was ist das eigentlich? Ich bin der normale Bürger bis jetzt, nicht Sie. Sie sind schon... Also, zweite Sache. Wenn ich Ihnen was erzähle, dann hören Sie erstmal zu und machen den Schweigefuchs. Weil nur wenn man zuhört, kann man was lernen. Haben Sie das verstanden, Herr Hacker? Das habe ich verstanden, ja. Sehr gut, tipptopp. Und beim nächsten Mal würde ich Ihnen auch empfehlen, wenn es zum nächsten Praktikum geht, vielleicht mal ein anderes T-Shirt. Oh, das ist doch ganz schick. Nee, das ist dreckig. Nein, es ist dreckig. Gut. Sagen Sie, ich habe ein dreckiges T-Shirt an. Ich habe ein dreckiges T-Shirt an. Will ich doch meinen. Haben Sie noch was zu sagen zu dem Herrn? Wie sehen Sie die Situation? Ich habe gerade kurz Notfall. Herr Hort, ich bin sofort wieder da. Kein Problem, ich mache das hier, Kollege. Also, falls Sie sich wundern, da hinten an der Tür, das ist der Herrn Toast. Ja. Der steht hier mit mir zusammen auf einer Ebene. Waren Sie im Hort? Waren Sie in der Nachmittagsbetreuung? Ich? Nein. Sind Sie sicher? Ja. Gott. Ich würde ganz gerne das Praktikum mit ihm machen. Sie kommen wie ein guter rüber. Dann würde ich sagen, warten wir einmal ganz kurz auf Herrn Toast, auf Herrn Adams. Also ich kann Ihnen direkt sagen, Praktikum wird nicht einfach hier. Praktikum, im besten Fall dann Ausbildung, am besten dann fest angestellt, Streife, dazu gehört einiges. Und der Name war Hacker? Becker, mit B. Gut, Herrn Hacker, kommen Sie mit. Guten Tag, auf Sache. Guten Tag, Ihr Name bitte nochmal. Was? Ihr Name. Wieso mein Name? Wie ist denn dein Name? Jo. Harald Rabe. Herr Rabe, grüß Sie. Ich bin Hans Schwanz und wir wollen Anzeige erschaffen. Okay, gegen wen? Gegen David Hackel. David, wie war der Nachname? Hackel. Können Sie das buchstabieren einmal bitte? H. Nein. Das verstehe ich schon. Ich brauche die genaue Bezeichnung. H wie Heinrich. C wie Cäsar, genau. A wie Anton und langsam. A wie Hund, A wie Affe. Was nochmal? A wie Affe. Okay, H, A, ja. D wie Chamäleon. Ja. Was? K wie Katze. Ja. E wie Esel. Ja. Und L wie Lauch. Okay, Herrn Hackel. Das ist richtig, genau. Gut. Und was hat der Herrn Hackel denn gemacht? Ein extremer Eingriff in den Straßenverkehr. In den Straßenverkehr. Wie hat er sich geäußert? Der ist mit 300 Sachen da den Berg runtergeknallt und hat unser Auto damit beschädigt. Und ist selbst fünfmal ist er um seine eigene Achse gedreht. Okay, hat er das Fahrzeug eventuell versenkt? Michael, du machst einen guten Job. Dein RTW-Fahrzeug. Okay, also er hat das Fahrzeug nicht versenkt, ja? Nein. Nee. Aber er hat sich und die anderen Leute stark beeinträchtigt. Lebensgefahr gebracht. Ich verstehe. Ja. Und Sie beiden sind Augenzeuge dafür? Wir sind Augenzeuge. Das ist richtig. Ey, ihr kleinen Arsch. Gibt es noch was dazu? Ja, wir würden gerne, dass er gekündigt wird. Was? Wir würden gerne, dass er als Medic gekündigt wird. Als Ach Medic so, er ist sogar Medic. Richtig, genau. Mit dem RTW-Auto hat er das gemacht. So, Herrn Eris, können Sie mal den Automaten da heilen lassen? Herrn Eris, lassen Sie mal bitte den Automaten heilen. Da eventuell mal. Nein, vielleicht mal eine Runde mit Kylo gehen und hier nicht im Präsidium nerven. Sonst endet's in der Zelle wie vor 10 Jahren.
Wo kommen wir denn da hin? Meine Güte, der nimmt da den Automaten auseinander. Welch aber fuchsig. Ich glaube, da muss ich wieder nach vorne gehen. Holen Sie den Taser raus. Freigabe für den Taser. Gut, Freigabe für den Taser. So, Eris, wie sieht's aus? Machst du den Automaten von alleine sauber oder wie sieht's aus? Oder lässt du den mal in Ruhe? Der Taser ist gezückt, ne? Weißt du, wie man mich früher genannt hat? Taserface, ha? Ja. Okay, dann nimm den Kaffee in Ruhe. Alles gut. Michael, ich warte. Ja, mach das mal, Jörg. Alles gut, ey. So, einmal bitte nach draußen. Ja, ich wollte mal ganz kurz. Ja, ich wollte auch mal gleich kurz meinen Taser benutzen. Einmal bitte nach draußen. Wir haben eine Vorgeschichte. Ich sag Ihnen so, wie es ist. Soll ich bis 3 zählen? Soll ich bis 3 zählen? Ich sag Ihnen das einmal im Guten. Ich komme gleich zu Ihnen. Warten Sie einmal bitte draußen. Ich zähle bis 3. Können Sie bis 3 zählen? Das glaube ich nicht. Gut. 1. Meine Güte. Joachim, komm mal bitte mit. Herr Necker, kommen Sie mit. Joachim, komm auch mit. Joachim? Ja, ja. Der Herrn Hacker hinter dir, der ist Praktikant. Ah, ich bin Versuchskaninchen. Ganz genau. Komm mal bitte hier rein. Stell dich mal bitte da an die Wand, damit wir genau sehen, wie groß du bist. So, hier können wir die Personalien aufnehmen, Bilder machen von den ganzen Leuten, von dem ganzen Profil. Verstehen Sie das, Herrn Hacker? Ja, das verstehe ich. Dann können wir hier am Computer das gesamte Ding eintragen. Können dem Versuchskaninchen so sagen. Wie bitte? Cool. Ich habe jetzt alle Daten eingetragen hier von Joachim. Das müssen Sie immer machen. Da müssen Sie die Fotos nehmen, alles eintragen. Joachim, wie sieht es aus? Wärst du interessiert an einem kleinen Experiment, an einem kleinen sozialen aus meiner Vergangenheit? Kann ich dir sagen, dass ich sehr, sehr gut bin in sozialen Experimenten? Das würde hier dazu dienen, den Kollegen, den Praktikanten, gerade, ich sag mal, unter uns zu zeigen, wie die Wirkung eines Tasers funktioniert. Nee, das nicht. Ich war vor 20 Minuten Operation. Ich darf erstmal nicht getestet werden, auch nicht festgenommen. Alles also, gut. Das würde natürlich mit einer kleinen Entlohnung erfolgen. Quasi ein bisschen Geld. Was ist ein bisschen Geld? Ja, du verstehst, was ich meine. Ah, warte kurz, ich muss ganz kurz. Herr Hacker, wenn Sie daran... Dr. Schneider, ja? Okay, ich darf wieder auch getasert? Ja, natürlich. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön für die Info. Ciao, ciao. So, also das Experiment kann natürlich... gemacht werden, ne? So. Okay, gut. Haben Sie selber Herrn Hacker, wenn Sie daran interessiert zu sehen, wie ein Taser funktioniert. Ah, das ist mehr als nur interessant, das würde ich lieben so. Gerne sehen. Oder wenn wir testen es als am Herr Hacker, da kann er auch wissen, wie es... Nein, Herr Hacker ist der Praktikant, Joachim, du bist hier derjenige, der getestet wird. Mich hat man aus einem Grund Taserface genannt. Normalerweise schießt man den Taser bei der Person immer auf Brusthöhe, ja? Das heißt, man da, wo ungefähr auf die Lunge, zieht man mit dem Taser, schießt ihn dort ab, dann zappelt es ein bisschen und dann fällt die Person um, man kann ihn festnehmen, man kann ihn fixieren, man kann mit der Person... Da ist er weg. Ja. Grüß dich, hab dich direkt wieder entbannt. Danke dir. Wie sieht es für die Zukunft aus? Kriege ich da eigentlich irgendwie was, dass ich permanent das bleibe? Weil wir können es halt immer wieder machen, ne? Was gibt es da für Optionen? Ich werde mir da jetzt gleich was einfallen lassen. Ja, ist ja derbe. Das heißt, ich werde dir dafür eine extra Whitelist geben. Danke. Dass, wenn dir jemand sowas gibt und du bemerkst das, dann gebe ich dir eine kleine Liste, die liest du dir kurz durch. Da sind dann die Waffen drin, die bei uns nicht erlaubt sind. Wenn ihr sowas im Inventar schmeißt, du die Scheiße einfach weg oder. Natürlich, ja, kein Problem. Nur halt so, dass also, ich meine, du merkst das ja selber. Ich bin ja überhaupt nicht schießwütig oder so oder sonst was. Aber danke dir. Joachim, geh bitte einmal zu dem Herrn mit der blauen Mütze und sag bitte einmal Herrn Korn, tut mir leid für die Störung. Ja. Was haben Sie gesagt? Herr Hort? Ja. Was geht, Herr Korn? Was für Herr Korn? Bitte? Was für Herr Korn? Was ist mit Herrn Korn? Warum sagen Sie dem, dass ich Herr Korn bin? Das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du. Bitte? Joachim? Ja, hast du gesagt. Ach, Herr Garten! Ja. Da haben wir eine Geschichte hier. Mit Herrn Garten haben wir eine Geschichte. Ja, wollen Sie schon wieder Leute mit Abschlepper überfahren? Na, sonst geht's ganz schnell in die Zelle, Joachim. Das kennst du ja schon. Ich hab noch nichts gemacht. Nee, Joachim. Jetzt komm mal erstmal wieder mit. Ich hab hier mit dem Praktikanten Joachim. Kollege, verzeihen Sie mir die Störung. Ich werde mich um den Joachim kümmern. Einmal hier bitte ins Zimmer rein. Joachim, einmal hier rein. Joachim. Nein. Joachim. Nein.
Ist doch gut jetzt. Du verarschst mich permanent. Joachim. Nein, wegen dir werde ich schon wieder fast in den Knast gekommen. Wegen dir. Alles gut. Ja. Okay, ja. Gut. Gesagt, ich soll ja. So, Herrn Garten, wenn Sie noch weiter hier jetzt Ärger machen, nee, landen Michael, Sie in der Zelle. Wir können uns gerne außerhalb des Dienstes wieder treffen, aber nie wieder im Dienst. Du gehst mir so dermaßen auf den Sack. Schönen Tag dir noch. Bitte, was sind das was? Für Ausdrücke? Bitte? Aber stehen bleiben, ja? Hat einer von euch Bock, Streife zu fahren? Hier, Kopfhörer. Ja, komm, ey, wir, komm. Ey. Herr Howard, melde dich Störer, wir haben ein kleines Problem. Ja, aber das haben wir. Wir haben ein kleines Problem wegen Joachim. Warum? Was ist da los? Ich was erzählt. Was hat er Ihnen erzählt? Deswegen muss ich ja mit ihm reden. Ja. Soll ich das hier sagen, oder was? Ja, wir können ganz kurz zur Ecke gehen. Howard, also, Joachim hat gezählt, dass sie mehrere Falschaussagen getätigt haben über ihn. Deswegen wollte ich mal nachfragen, so, was da lübt. Ja, was hat der Joachim jetzt ganz genau gesagt? Hast du denn in der Hand? Ich habe alles Mögliche immer in der Hand. Nee. Ich hab schwitzige Finger. Pack die Pistole lieber weg, sag mal. Ja, das ist ein bisschen schwierig gerade. Oh!